Und da freue ich mich richtig drauf. Auf Archäologie. Weil ich liebe Archäologie. Archäologie ist das Geilste. So, wie sieht's hier aus? Alles klar, soweit. Stellen Sie Ihr Polizeirevier auf. Ja. So einfach ist das alles nicht, meine Freunde. 80% Sympathierate. Wie sieht's da aus? Auch sieht ganz gut aus. Rathausmodul verfügbar. Es ist eine neue Abteilung fürs Rathaus verfügbar. Und wählen Sie eine Abteilung aus. Ja. Wo habe ich mein Rathaus eigentlich stehen? Rathaus? Da. Da ist das ganz. Oh. Ja, guck mal. Was baue ich davon denn? So, komm, würde ich eigentlich erstmal sagen, gar nichts. Weil das brauche ich ja nicht. Da kann ich lieber mein Geld sparen. Wie sieht's da aus? Verstopfte Rohre. Nee, nix verstopfte Rohre. Wir sind doch locker im Überschuss. Doch nicht. Jetzt sind wir locker im Überschuss. Okay. Gut. Verdienen tun wir trotzdem noch genug. Wie viel würden die... Alter. Alter, krass. 11% würde ich sagen, geht eigentlich noch an Steuern. 11.000 die Stunde. Junge, dann würde ich sagen, machen wir das mal kurz. 11.000 die Stunde und dann sparen wir uns jetzt so langsam an die Archäologie heran. Oh, cool. Oh, geil. Guck mal, das ist jetzt cool. Das freut mich jetzt. Oh, yeah. Cool. Geilo. Was ist da los? Die Straße ist ja nicht mehr sicher. Stellen Sie mal Polizisten ein. Führen Sie die Polizeiwache einen Streifwagenplatz. Oh. Habe ich Limit erreicht? Das ist jetzt nicht so super, ne? Soll ich denn doch sowas bauen? Ganz ehrlich. Ja. Naja. Doch, lieber schon. Bauen wir das hier am besten auch gleich alles so ein bisschen aus. Natürlich dann auch, dass wir ordentlich genug Geld bekommen. Aber dann auch genug Polizisten und so. Ja. Gut, 10 Streifenwagen, denke ich, reichen erstmal. Und 50 Gefängniszellen auch. Zentrum zur Verbrechensbekämpfung durch Polizisten in Schulen und Parks. Ja. Ich will jetzt nicht meckern, aber das... Das geht ja. Oder wie viel kostet das? 400? Ja, doch, komm, 400 kann man sich leisten. Was will er mir hier sagen? Dieses gewaltige Mahnmal. Gesetzestreue ist ihr neues Polizeirevier. Es erhält nicht nur größere Gefängniszellen, das Polizeirevier verfügt außerdem über einen größeren Streifenwagenplatz mit weiteren Einsatzwagen. Die Polizeipräsenz lässt sich auch durch die Investitionen in ein Zentrum zur Verbrechensbekämpfung oder ein Ermittlungsflügel ausweiten. Cool. Ja, dann sind hier aber ganz schön viele Verbrecher. Einfangen. Hä? Hm. Jetzt aber Attacke. Attacke hier. Große Feuerwehrwache. Kriegen wir denn da jetzt Geld rein? Oh, Betrug. Da haben wir schon... so, ne?
Mach jetzt. Ich will bloß gar nicht mehr haben. Will das löschen. Mann, no. Guck mal, wen ist relativ nah dran an dem Großprojekt? Dann ist das. Auch recht, okay. Nein. Hallo. Nee. Ladenbesucher. Schüler dahin? Lieferung kommt... Aha. Schüler und Student auch da rein. Öffentliche Transportmittel. Mhm. Nee, nee, nee. Nö. Nö. Auch echt nicht. Passt soweit alles. Okay. Strom, Strom, Strom habe ich auch. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass das langsam weniger wird. Wann können wir uns eine Uni bauen? Nee, Bildung. Bildungsabteilung in der Region. Bildungsabteilung. Bildungsabteilung. Okay. Sorgen Sie für 1200 Schüler und Studenten an einem Tag in einer Region, in einer Stadt der Region. Bisher 308. Das sieht nicht so gut aus. Oh, Gymnasium. Petition zum Bau genehmigt. Oh, das sieht sehr gut aus. Es sieht gut aus. Es geht immer mehr zur Schule. Jawohl. Aber da müssen noch mehr hin. Geht da jetzt rein. Rein da. Pro Tag. Bis wann ist hier denn eigentlich Schule? Bis 15 Uhr. Also wir haben noch Zeit. Aber ich glaube, das wird... Na gut. Nein, schaffen wir. Haben wir. Sehr schön. Geil. Eine Universität. Eine Universität ist geil, doch. Universität ist richtig geil. Nicht genehmigt. Das ein... Da, da, da. Universität freut mich jetzt. Doch. Die kostet halt wieder richtig viel monatlich. Aber egal. Passt. 40.000. Damit, was wollten wir jetzt machen? Was müssen wir machen? Um ein Forschungsprojekt zu starten. Das will ich nämlich machen. Sonnenwärmekraftwerk des Sonnenkraftwerks. Naturwissenschaftliche Universität. Okay, naturwissenschaftliche ist die letzte. Na ja. Okay, würde ich sagen, bauen wir die erstmal. Naturwissenschaftliche Universität. Feuer. Eine Feuerwerkshow, bla. Ja, mach. Wir haben hier... Och, schon fertig? Nee? Oh. Unsere Stadt wird von den wirtschaftlichen Talfahrten mitgerissen. Unternehmen Sie was. Was sollen wir denn da machen? St
Stellen Sie mir Jobs zur Verfügung, stellen Sie mir Unterkünfte zur Verfügung. Ich habe keinen wirklichen Platz mehr, Leute. Ich könnte hier eventuell noch ein Ding reinziehen, aber... Weiß ich nicht. Wie sieht es eigentlich mal aus mit Handel? Nein, Stadtansicht. Weil er ist da ja anscheinend am Horten. What the fuck? Hallo, Feuerwehr? Nein! Hör auf zu brennen jetzt! Wie viele Trümmer! So, so, so. Da! Da! Da, da! Ach du Scheiße! Da und da! Da! Und da! Okay! Fuck! So, was sagt er mir da? Bürgermeister, Lehrzimmer, wen sind randvoll? Wir brauchen mehr Klassenzimmer und Lehrer. Das geht leider nicht, weil die ist voll aufgerüstet. Da kann nichts mehr rein. Sorry. So, noch so ein Wohnheim, bla. Der Unterricht der Schüler. Mach. Mach. Fehler ist dir. Nein. Wir brauchen 1000 Sims. Und das Ganze hier einigermaßen 15 pro Tag vergangen Verbrechen. Alter, wir müssen alles wieder aufmachen. Oh mein Gott. Wir müssen alles wieder öffnen. Alles. Naja, das ist ja jetzt nicht so grandios, wa? Nee, nee. Ist überhaupt nicht grandios. Wann ist da Unterricht? Nie so oft. Okay. Loftpod 12, denen geht es gut. Das wird bald aufgerüstet. Ich verlasse diese totgeweihte Stadt. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, da kommen jetzt viele Kranke rein. Sehr viele Kranke. Da sind jetzt 13 drin. Gleich sind noch mehr drin. Gleich sind viel mehr drin. Sehr viele mehr. 24 Tote pro Tag. Oh mein Gott. Das ist nicht schön. Ich brauche so ein Notfallding. Das geht ja sonst gar nicht. Naja, okay. Dann würde ich jetzt mal grob sagen, ich beende für mich jetzt diese Aufnahme hier. Oh mein Gott, in der nächsten Aufnahme müssen wir sehr viel schaffen, weil das geht ja im Moment gar nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part, ne? Was gibt das hier? Strom, Sonnenstrahlen, Forschungsprojekt, yo. Hier. Nein. Und hier.
Schifffahrt. Jo. Okay, dann haben wir im nächsten Part sehr viel vor. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao.